Ist das die richtige Rolle, Exzellenz? Ja. Kardinalsseide von Sarrazin. In Rom können Entscheidungen fallen, die erforderlich machen, dass ich ganz schnell zum Schneider muss. In den Koffer damit, möglich. Unverzüglich, Exzellenz. Schade, dass ich Sie nicht mitnehmen kann. Kein Problem, Exzellenz. Wollen Exzellenz die Güte haben, noch eine Auswahl an Schuhwerk zu treffen? Dann wollen wir mal sehen. Die? Die auch. Und diese. In diesen bin ich zum Bischof geweiht worden, meine Glücksbringer. Ach, was sehe ich denn da? Ein persönliches Geschenk des Kardinalspräfekten. Zwei Nummern zu groß, aber dass Sie daran gedacht haben. Danke, Müllich. Da wäre noch etwas, Exzellenz. Mhm. Pfarrer Braun. Ich denke, der ist längst unterwegs, nach Rebeck. Ja, heute. Aber wenn er ankommt, wird er feststellen, dass es dort kein Pfarrhaus gibt. Keine katholische Kirche und keinen einzigen Katholiken. Rein gar nichts. Johannes der Täufer in der Wüste. Wenn ich mich recht erinnere, Mühlich, haben die Heiden unseren ersten Missionar im Havelland vom Baum geschüttelt und totgeschlagen. 1000 Jahre her, Exzellenz. Auch im deutschen Osten haben sich seither die Sitten verfeinert. Mhm. Und um Braun vom Baum schütteln zu können, müsste man ihn erst einmal hinaufbekommen. Hauptsache, Braun bekommt keine Gelegenheit, in seine alte Unart zurückzufahren, nicht wahr, Mühlich? Ausgeschlossen, Exzellenz. Der letzte mysteriöse Todesfall in Rebeck war eine Art Baumsterben. Ein alter Birnbaum wurde von einem Blitz erschlagen. 1911. Nun, über derlei mag Braun sich getrost die Birne zermartern. Herr von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand. Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Hm. Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Rebeck sich beide Taschen voll. Und kam in seinen Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, willst du ne Bär? Kam ein Mädel, so rief er, Lütt Dirn, komm mal rüber, ich hab ne Birn. So ging es viel Jahre bis Lobesam. Der von Rebeck auf Rebeck zum Sterben kam. Wir sind eigentlich gestorben, der Herr von Rebeck. Eines natürlichen Todes? Ja, er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit. Wir haben Birnen so lachen, gell? Da sagte von Rebeck, ich scheide nun ab. Legt mir eine Birne mit ins Grab. Die Kinder klagten, das Herz ist schwer. Hieß dort nun, er gibt uns nun eine Bär. So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Rebeck schlecht. Der neue, freilich, der knausert und spart, hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. Aber der alte vorahnend schon und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn, er wusste genau, was damals er tat, als er meine Birne ins Grab erbat. Vielleicht doch kein natürlicher Tod. Ach, Unsinn. Am Ende wollen sie doch behaupten, der Sohn hat den Vater umgebracht. Mit der Birne ins Grab will uns der alte Rebeck doch bestimmt einen Hinweis geben. Da ist Aufklärungs- und Ermittlungsbedarf. Da glauben Sie doch, was Sie wollen. Alte! Tapper für dich! Brrr. Hier, Malte, für dich. Dankeschön. Ein Mann Gottes bei uns in der Mark. Gott segne Sie. Ja, der liebe J meint's gut mit uns. Wir haben den Mark hier noch. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprössling spross heraus. Hey! Und die Jahre gingen wohl auf und ab. Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, bist du ne Bär. Und kommt ein Mädel, so flüstert's, Lütt Dirn, komm mal rüber, ich gif dir ne Birn. So spendet Segen noch immer die Hand des von Rebeck auf Rebeck im Havelland. Und jetzt empfehle ich euch noch einen Besuch im Gasthof zum Birnbaum, gleich neben der Kirche. Die Wirtin ist meine Mutter. Aber sagt ihr, dass ich euch schicke, dann kriege ich nämlich Provision.
Thomas. Nur eine winzige Probe vom Kern für meine Forschungen. Wenn du nicht in 10 Sekunden verschwunden bist, dann nehme ich mit dem Bohrer da eine Probe von deinem verrotteten Kern. Und dann ist deine Apothekerlizenz endgültig beim Teufel. Also, 1, 2, 3... Thomas, du kannst mich doch nicht erpressen. Du bist doch Pastor. 7, 8, 9... Ja, schon gut. Schon gut, schon gut. Und dem Lügenbaron oben im Schloss kannst du ausrichten, der Birnbaum bleibt in der Kirche. Ich werde nicht zulassen, dass irgendwelche hochvermögenden Hausgäste ihn wieder als Aschenbecher missbrauchen. Schlosshotel Fontaine. Das klingt schon etwas anders als Ihr Gasthof zum Birnbaum, hm? Nun, Eva, haben Sie sich inzwischen überlegt? Ich glaube, ich bleib doch lieber Wirtin in den eigenen 4 Wänden, lieber Herr Fontaine. Bei mir könnten Sie Ihre wunderbaren Birnengerichte auf Sternenniveau entwickeln. Sie hätten Personal, kreativen Freiraum, so viel Sie möchten. Den schaffe ich mir auch zu Hause, den Freiraum. Glauben Sie mir. Der liebe Gott und Mutter Natur haben derzeit andere Pläne mit mir. Dagegen komme ich als Mann natürlich nicht an. In diesem Sinne, viel Glück mit Ihrem Hotel. Und mit dem Baum. Mit welchem Baum? Ja, man hört so einiges munkeln. Wiedersehen. Hey, hey, bitte genau in die Mitte. Da stand der Baum früher und da kommt er auch garantiert wieder hin. Wenn ich diesen Pfaffen eigenhändig erwürgen muss. Du kannst verdammter Hurensohn! Ich glaube, er ist nicht gehört. Dreimal gottverdammter Hurensohn. Entschuldigen Sie, aber ich bin berufsbedingt ein bisschen überempfindlich, wenn Gottes Namen im Zorn ausgesprochen wird. Hören Sie, Ihr Gott ist nicht mein Gott. Und selbst wenn er es wäre, dann könnte mir augenblicklich auch gestohlen bleiben. Der alte Menschenschinder da oben. Jetzt hören Sie einmal. Ich habe eine Fontanentour gebucht, um meine Pfarrei in Ruhe kennenzulernen. Und keinen Nachhilfekurs in Gotteslästerung. Kann es wenigstens so fluchen, dass es nicht hören muss? Das lässt sich einrichten. Herr, dass du meinen Einsatz für dich gleich mit dem Fußmarsch belohnst, das hätte es auch nicht gebraucht. Herr, ist das ein Zeichen? Wahrscheinlich, dass es gleich ringt. Thomas, mein Junge. Das sind die ersten vom Mayannenbaum. Du, das wäre doch auch was heute für die Abendandacht. Na, na, Muttchen. Mein Ännchen war eine wunderbare Frau. Aber keine Heilige. Na, wir sind alle keine Heiligen. Wie geht's Eva? Wie allen Schwangeren. Sie hofft. Wer gut glaubt und gut liebt, der mag auch gute Hoffnung sein. Es hat eh lang genug gedauert, bis bei Eva jetzt wieder soweit ist. Ja. Malte, du bist ja so aufgeregt. Ist was mit Eva? Da ist der Thomas da. Ja, aber dein Bruder bereitet sich gerade auf die Abendandacht vor. Ja, ich muss mit ihm reden. Ja, Malte, was ist mit dir? Helfen, Thomas. Ich weiß nicht mehr aus noch ein. Komm, setz dich, erzähl. Nein, das ist alles so schrecklich. Es ist alles ganz schrecklich. Bist du krank? Nein, ja. Nein, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Alles bricht auseinander. Stört's jetzt nichts, Malte. Wir sollten mit klarem Kopf und in Ruhe darüber reden. Ich verstehe das nicht. Das ist doch alles entsetzlich. Das ist doch furchtbar. Ich will das auch gar nicht verstehen. Du stehst jetzt unter Schock. Beruhige dich. Wir werden das alle zusammen durchstehen. Aber wie kann denn ein Mensch sowas durchstehen? Thomas, wie denn?
Du siehst den Teppich jetzt nur von unten, Malte. Das Muster aber kennt nur Gott. Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Der Steinewerfer maßt sich ein Richteramt an, das ihm nicht zusteht. Also müssen wir andere Wege der Entschuldigung suchen. Entschuldigung. Ein reuiger Sünder ist dem Herrn lieber als 1000 Gerechte. Auch wenn manche Abgesandten Roms immer noch glauben, sie hätten Gottes Weisheit mit dem Schaumlöffel gefressen. Herr Kollege. Seid barmherzig. Richtet nicht, damit nicht ihr gerichtet werdet. Verdammt nicht, damit nicht ihr verdammt werdet. Vergebt, so wird auch euch vergeben werden. Martin Luther hätte seine Freude daran, diese Sätze hier in diesem Raum aus dem Mund eines Vertreters jener Kirche zu hören, die ihn am liebsten auf dem Scheiterhaufen hätte brennen sehen. Aus dem Bibelgarten. Na danke, ökumenische Diät bekommt mir nicht. Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge? Nun nimm schon, wenn deine Mutter sich die Mühe macht. Und so erfüllt sich das Wort des großen Reformators, der uns immer wieder ins Gedächtnis rief, wem zugute die Messe eingerichtet sei. Nämlich für all jene mit traurigen, bekümmerten, betrübten, Birnen zum Abendmahl. Bei uns Protestanten geht alles. Es ist ja nicht der Leib des Herrn wie bei den Katholen. Mit keinen Werken, noch keiner einzigen Bemühung befriedigen. Amen. Wir müssen unbedingt reden. Ungestört. Hallo. Thomas! Thomas! Holst du den Krankenwagen? Das schaut nach Lebensmittelvergiftung aus. Das kann nicht sein. Er hat doch nur ein Stück Birne gegessen. Da ist nichts mehr zu machen. Jeder, der von den Birnen gegessen hat, muss sich untersuchen lassen. Sie haben doch die Birnen geschnitten. Wo haben Sie die Abfälle hingetan? Mein Sohn ist tot. Und da suchen Sie nach Birnenkrebschen. Wir werden was ganz was anderes noch suchen müssen. Herr, was soll ich machen? So viel Durcheinander am Himmel, das kann nur eins bedeuten. Geiger anrufen. Halt, Bürschchen, hier geblieben. Erst schaffst du das Gepäck unseres herumkutschierenden Bildungsbürger ins Haus, bevor hier wieder wild herumkriminalisiert wird. Der Pfarrer braucht mich in der Kirche. Das ist nicht unsere Kirche. Wir haben hier noch keine Kirche. Und außerdem geht uns dieser tote Pastor überhaupt nichts an. Der Tod kennt kein Gebot. Ich halte für keinen von euch mehr beim Bischof meine Birne hin. Machen Sie mal hoch. Geiger, hierher. Herr Pfarrer, mal wieder mitten am Kriminalisieren. Sie wissen doch, ich darf ja nicht. Deswegen habe ich beim LKA angerufen und den fähigsten Mann zwischen Rom und Ratzeburg mit der höchsten Aufklärungsquote herbestellt. Ja, ja. Evangelischer Pfarrer. Bin ja mehr Experte für katholisch, römisch-katholisch. Sie kennen sich. Nicht im biblischen Sinne, aber wir beide haben ja da schon das zweifelhafte Vergnügen gehabt, oder? Malte Lehmkuhl, es tut mir leid, aber ich dachte wirklich, dass uns jeden Augenblick die Pferde durchgehen. Ego te absolvo. Ja, ja, das ist das Praktische an den Katholiken. Beichten und Schwamm drüber. Der Herr Pfarrer unterstützt mich gelegentlich bei meinen Ermittlungen, soweit es der Bischof und seine geistliche Arbeit zulassen. Was ist denn das? Birnengrippsche, sagen die hier dazu.
Es gab während des Gottesdienstes Bier und ich habe den Abfall aus dem Müll gerettet. Ja, das ist doch schon mal was. Sie machen Fortschritte, Herr Pfarrer. Wie sagt der Philosoph, ich denke, also birn ich. Und was denken Sie gerade so? Ich denke, dass für eine Lebensmittelvergiftung, die kein Mord war, es ein paar Überlebende zu viel gibt. Warum ausgerechnet mein Bruder? Ich hätte doch jeden erwischen können. Warum nicht mich? Auf Sie komme ich noch zurück. Also. Kann ich was für Sie tun, Herr Pfarrer? Da draußen muss es einen Bibelgarten geben. Den suchst du, da steht der Birnbaum und da sicherst du mir ein paar Birnen. Wird gemacht. Guten Abend. Zimmer Nummer 3, oben. Ja, soll ich den ganzen Krempel vielleicht alleine hochtragen? Ach, das schaffen Sie schon. Habt ihr denn keinen Hausknecht? Mein Vater ist drüben bei der Kirche, meine Mutter ist schwanger und ich bin noch ein Kind. Also wenn das die Suite von Pfarrer Braun sein soll, da graut's mir schon vor meinem Zimmer. Na, was willst du? 1 Euro. Für das Kämmerchen hier? Vergelt's Gott. Okay, 50 Cent. Verschwinde. Halt! Da darf ich vor dir selber auf jeden Fall nicht reinbeißen. Die kannten vergift sein. Besser ein schneller Tod als eine langsame Depression. Ich kann mir gut vorstellen, Rosshauptmann, wie Ihnen jetzt zumute ist, aber es ist nun mal der Wille des Herrn, dass wir hier mit der Verkündigung der frohen Botschaft wieder von ganz von vorne anfangen. Ach, hier gibt's ja nicht mal eine Küche. Wie soll ich denn in diesen Zimmern hier einen Haushalt für Sie führen? Ich hätte eine gute Idee, wenn wir hier schnell wieder wegkommen. Eine saugute Idee sogar. Naja, Sie immer mit Ihren Ideen. Dann nicht. Ich hab sie alle gepflückt, waren aber nicht mehr viele. Williams Christ, keine Einstichlöcher, keine Verletzung, nichts. Ich hab's mir genau angeschaut, jeder einzelne. Woher weißt du, was ich suche? Dank Ihnen kenne ich mich doch in Sachen Kriminalistik besser aus als mit der Bibel. Was denn für eine Idee? Idee? Ah, Idee, genau. Sie helfen mir beim Kriminalisieren. Was soll ich? Sie helfen mir beim Kriminalisieren und sorgen dafür, dass es der Bischof erfährt. Und in 0,0 einmal strafversetzt, vielleicht sogar nach Bayern. In München gibt's die meisten schönen Frauen. Und barocke Kirchen mit solchen Zwiebeltürmen. Eine Stadt voller weiblicher Singles. Die Wieskirche, der Tegernsee. Luftschlösser. Schau ich mir mal meine Behausung an. Jetzt kaufen wir uns noch häufig, hm? Ein Flaschenbier und kleine Gläser, das ist tragisch. Wo ist denn hier die Küche? Die Küche ist bei uns ab 9 geschlossen. Na, dann machen Sie mal schnell wieder auf, damit ich mich häuslich einrichten kann. Sie kochen doch schon elektrisch, oder? Es tut mir leid, aber für Gäste ist meine Küche nicht zugänglich. Es ist ausschließlich das Reich von mir und meiner Schwiegermutter. Darf ich vorstellen, es ist die Rosshauptin, meine Haushälterin, mein Hausvesuv. Jetzt bringen Sie das Geschirr wieder rauf. Wir haben Vollpension. Die Frau Lehmkuhl wird sich schon gut um uns kümmern. Habt ihr schon mal die Speisekarte gelesen? Birnen in weißer Soße, Birne im Schlafrock, Birnen, Bohnen und Speck, Birne Helene. Wir leben hier mit und von der Birne. Wir sind ein historisches Haus. Unsere Gäste lieben diese Gerichte. Ja, wenn sie sie überleben. Los, Hauptin, jetzt nehmen Sie sie bitte zurück. Die Frau ist in allen Umständen und außerdem ist ein Todesfall in der Familie. Na, wenn ich die Speisekarte einmal rauf und runter esse, bin ich auch im Grab. Also okay, ich mach's. Ehrlich. Cobra, übernehmen Sie. 38 Kilo. So viel habe ich noch nie zugekriegt. Mord.
in Rebeck. Und ausgerechnet der evangelische Pastor. Und Braun mittendrin. Superintendent Schulz, der Vorgesetzte des ermordeten Pastors, hat doch nur angefragt, in welcher Mission Braun in Rebeck tätig ist. Ich habe ihm versichert, dass Ermittlungsarbeit nicht zu seinen Aufgaben bereit zählt. Ich stehe kurz vor meiner Abreise nach Rom und Braun kriminalisieren bei der Konkurrenz herum. Wenn ich den Superintendenten richtig verstanden habe, so steht die Ribbeker Kirche schon länger auf seiner Watchlist für Schließung und Verkauf. Der Tourismusrummel um diese Fontane-Reliquie wird Ihnen einfach zu viel. Überrascht mich nicht. Der große Reformator aus Wittenberg hat ja die Reliquien abgeschafft. Luther schon, aber wir nicht, Exzellenz. Vielleicht sollten wir die Ribbeker Kirche übernehmen. Wir? Jetzt, wo sie verwaist ist. Eine evangelische Kirche? Müllig. Direktkontakt zu einer Laufkundschaft, die übers Jahr in die Zehntausende geht. Menschen, die nach unseren Maßstäben hier noch nicht einmal heiliges Haus stürmen, nur um einen toten Baumstumpf zu sehen. Denen könnte Pfarrer Braun unsere frohe Botschaft mit auf den Weg geben. Das einzig wahre Evangelium. Das katholische. Amen. Unser katholischer Missionar. Was kann ich, wendischer Heide, für Sie tun? Haben Sie außer diesen esotero-evangelischen Räucherstäbchen auch einen richtigen Weihrauch? Ich meine, wenn es hier schon einen Bibelgarten gibt. Ah ja, hat sie die alte Kräuterhexe zu mir geschickt. Die Frau Lehmkuhl hat mir erzählt, dass Sie ihr die ganze Ernte abnehmen. Ja, das stimmt. Manche Sachen von ihr sind ganz brauchbar. Ich extrahiere sie und verarbeite sie dann weiter. Sind da giftige Gewächse dabei? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, letztes Mal in der Kirche, Sie erinnern sich vielleicht, gab es Birnen und eine davon war nicht sehr bekömmlich. Ja, tragisch, Hochwürden. Ich beforsche Birnen seit 30 Jahren und bis heute ist mir nicht eine einzige tödliche Sorte bekannt. Aber das eine oder andere toxische Präparat werden Sie hier auch vorrätig haben, oder? Nicht mehr und nicht weniger als jede andere Apotheke. Dann führen Sie bestimmt auch eine Liste über den Ein- und Ausgang dieser giftigen Stoffe, oder? Sagen Sie, Hochwürden, ist das ein Verhör oder wollen Sie, dass ich Ihnen gleich einen Mord beichte? Wenn Sie mich so direkt fragen, am liebsten mal was Gerichtsverwertbares. Pfarrer Braun! Wie sind Sie jetzt da drauf gekommen? Beruflich bedingter Scharfsinn. Was haben Sie denn da Schönes für mich? Paket. Dem Gewicht nach ein Tabernakel aus Messing. Nein, das sind die Gesangsbücher für den Gottesdienst. Na, Sie sind mal ja ein Optimist. Mit dem Herrn im Kreuz kannst du leicht Optimist sein. Und wo bitte soll die stehen, Ihre Kirche? Ja, wenn Sie mich so direkt fragen, dann werden Sie es gleich erfahren. Wenn Sie mir vorher das Paket bitte reinbringen möchten. Stellen Sie es irgendwo hin. Frau Lehmkuhl hat mir freundlicherweise das historische Klassenzimmer zur Verfügung gestellt. Also in Jens Rebeck und Umgebung kenne ich keinen Menschen, der katholischen Glaubens ist. Und diese Zahl gedenke ich zu verdoppeln. Also Humor habt ihr, ihr Katholischen. Verteile ich auch schon mal die Gesangsbücher, ne? Ja, bitte. Was passiert denn hier? Ah, der Kommissar Geiger, der Denker unter den Ordnungshütern. Pause, Wagenpost. Angenehm. Ja, jetzt räumen Sie mal hier den Saal. Der ist nämlich jetzt angemietet und ist Außenstelle des Landeskriminalamtes. Bei wem? Beim Herrn Lehmkuhl. Mir hat den Raum gerade die Frau Lehmkuhl überlassen für den Kirchenaufbau Ost. Ich glaube, jetzt haben wir ein Kommunikationsproblem. Herr Pfarrer,
Ich habe hier Listen mit Leuten, die wir dringend vernehmen müssen. Das Dorf wimmelt nur so von Verdächtigen. Entschuldigung. Pausewang an Ihr Name. Brief vom Paketzusteller an Ihr sicherter Position. Junggeselle. Rückhoffe, dass Sie extra auch auf Ihrer Liste. Der Ostwind macht hier noch alle verrückt. Nicht der Ostwind, sondern dieses hinreißende Weib. Ich halte die, was jetzt mein Morgenmess ist. Hat soll ich herzlich eingeladen. Wollen wir bleiben? Sie wollten mich sprechen. Und? War Ihre gestrige Bohrung erfolgreich? Ja. Nein. Das heißt, beinahe. Im letzten Augenblick ist mir leider etwas dazwischen gekommen. In Gestalt des toten Pastors? Nein. Da war er noch am Leben. Ja, er schien ernsthaft interessiert zu sein. Wollte mitmachen. Im Prinzip hatte ich schon seine Hand darauf. Ich hatte sie schon bis hierhin, seine Hand. Und dann stirbt er uns einfach weg. Und dann auch noch an Gift. Schlecht. Sehr schlecht. Ihr Fontane-Urbaum-Zertifikat für Ihre Wellnesskur ist also in weite Ferne gerückt. Was soll ich jetzt meinen Investoren sagen? Nichts. Am besten sagen Sie denen gar nichts. Genau genommen ist unsere Lage besser als vorher, ohne den Pastor. Und wer sagt mir, dass Sie, alter Giftmischer, nicht hinter allem stecken? Ich. Ich bin Doktor der Pharmazie, seriöser Wissenschaftler, Experte für Pflanzengenetik. Und außerdem denke ich, sind wir beide Partner. Partner? Sandrina, ich erwarte von Ihnen für unser Hotelmarketing eine Wellnesskur, die den Namen Fontaine verdient. Und nicht den von Dr. Frankenstein. Sie brauchen den Urbaum so dringend wie ich. Oder wollen Sie da oben Wurzeln schlagen und Ihren Gästen den Baum vorspielen, während das Original da drüben Kirchenasyl genießt? Sie haben doch jetzt freie Hand. Der Pastor ist tot. Die Kirche wird bald verkauft. Wie viel Gutes doch so ein kleines Häppchen Birne bewirken kann. Nicht wahr? Hallo. Hat der Fahrer wieder eine Fahrt gebucht? Erinnern Sie mich bloß nicht. Nein, nein, ich habe Feriengäste. Na, die können ja nichts dafür, dass mein Bruder... Nein, nein, natürlich nicht. Ist das dein Pferd? Und wo ist es gerade? Im Pferdehimmel. Sie ist tot. Ich lege ihr jeden Tag eine frische Möhre hin. Manchmal holt sie sie. Und einmal, mitten in der Nacht, hat sie zu meinem Fenster hochgewirrt. Hochgewirrt? Ich habe sie ganz deutlich an ihrer Stimme erkannt. Papa hat sie auch gehört. Ja, Lukas. Ich habe sie auch gehört. Ja, bis dann. Dann. Lang können Sie die Tür aber nicht zulassen. Da werden die Touristen rebellisch. Die sind ja alle da, weil sie den Baumstumpf sehen wollen. Die Tür bleibt zu, solange es der Wahrheitsfindung dient. Gibt's was Neues aus der Gerichtsmedizin? Was Vorläufiges. Aconitum napellus. Sie sind doch der Lateiner. Aconitum napellus, Mönchskappe, auch genannt blauer Eisenhut. 0,2 Gramm erzeugen bereits Übelkeit, Herzrhythmusstörungen und Kreislauflähmung. So, da wären wir. Der Exitus tritt ein durch die Lähmung der oberen Atemwege. Ja, ja, irgendwann ist immer das letzte Abendmahl. Passen Sie gut auf sich auf, Herr Pfarrer. Nicht vergessen, morgen pünktlich 7.30 Uhr Abfahrt zum Pferdemarkt in Havelberg. Allerdings frage ich mich, warum kein einziger von den anderen Birnenessern in der Andacht auch nur den Hauch von Bauchweh verspürt hat. Ja, weil der Mörder oder die Mörderin genau wusste, wann er oder sie das vergiftete Teil mundgerecht dahinlegen würde. Noch Fragen? Ja,
Ich frage mich, ob die Birnenmasse im Magen des Opfers, ob das nur von dem Andachtsstückl stammt oder von einer vorher schon verzehrten Birne. Mich interessiert nur die Birne mit dem Gift. Ja, mich schon, ja. Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket? Das nennt sich Heilige Schrift? Das ist Martin Luther. Der Mann war Mitglied des Vereins für klare Aussprache. Geiger, haben Sie gestern den Birnbaumstumpf beschlagnahmen lassen? Ich bin für tote Menschen zuständig, nicht für tote Bäume. Dann haben wir jetzt noch ein Problem. Völlig unmöglich. Ich meine, die Kirche war die ganze Nacht über versiegelt. Und das bleibt sie auch. Und ich würde Ihnen empfehlen, Ihnen da draußen nicht zu erzählen, warum, weil sonst wäre es gewünscht. Ich? Warum ich denn? Was kann ich denn dafür, dass der Baum weg ist? Dieses Ribbecker Regionalheiligtum stand doch explizit unter der Aufsicht des LKA. Ja, das bin ich. Aufmachen! 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 Ruhe, meine Herrschaften! Aufmachen! Da drin sind polizeiliche Ermittlungen im Gange. Deswegen muss die Kirche vorübergehend geschlossen bleiben. Weil sonst wichtige Spuren verwischt werden. Ich schlage deshalb vor, Sie begeben sich mal in den Gasthof zum Birnbaum. Ist auch ganz schön. Ende der Durchsage. Na, Hochwürden? Auf der Suche nach einem Hintertürchen ins Haus der Reformation? Der neue Herr vom Schloss Ribbeck? Fontaine. William Fontaine. Braun, Pfarrer Braun. Sie sind also kein Verwandter des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland? Ah, nein, ganz und gar nicht. Ich vertrete nur eine ausländische Investorengruppe, die aus dem Schloss ein Hotel machen möchte, das Schlosshotel Fontaine. Fontaine, so hieß die Familie von Theodor Fontane doch ursprünglich. Kompliment? Ja. Auch meine Vorfahren waren Hugenotten. Je suis sûr de moi. Pardon? Ich bin außer mir vor Entzücken auf Hugenottisch. Ja, natürlich. Ganz meinerseits. Man findet wenig Weltläufigkeit hier unter all diesen Bauerntrampeln. Und deswegen mache ich mir auch ehrlich gesagt ein wenig Sorgen um unser gutes Stück da drin. Wieso? Glauben Sie, dass der Fontanebirnbaum nicht sicher ist in der Obhutterkirche? Ein Gotteshaus mag armen Seelen Schutz und Zuflucht bieten, aber weltliche Kostbarkeiten sind dort nicht wirklich sicher vor der Schlechtigkeit der Menschen. Ah, verstehe. Sie bieten Ihr Hotel an als Hort für den hölzernen Gral. Der Baum soll zu seinen Wurzeln zurückkehren, ja. In das Schloss Ribbeck. Aber Gott sei Dank befindet sich unser heiliger Birnbaum ja momentan unter dem verschärften Schutz des LKA. Ihr Wort in Gottes Ohr, Hochwürden. Machen Sie sich schwer, Exzellenz. Gleich ist das vollbracht. Schwer geht's nicht, Mühli. Dann müssen wir warten, bis sich der Inhalt unter Ihrem Gewicht langsam komprimiert. Gut, arbeiten wir weiter. Was gibt's noch zu erledigen? Ich habe mit Superintendent Schulz gesprochen. Er ist an einem Besitzerwechsel nicht uninteressiert. Aha. Es gibt bisher nur einen einzigen Interessenten für die Kirche. Eine ausländische Investorengruppe mit einem hugenottischen Strohmann. Hugenotten? Was wollen die denn schon wieder? Ribbeck global vermarkten, im Namen Fontanes. Hugenottische Heuschrecken. Genau das ist unsere Chance, Exzellenz. Antreten gegen vagabundierendes Risikokapital aus dem Ausland? Ja, wie denn, Mühlig? Indem wir unser bodenständiges katholisches Kapital aus dem Inland einsetzen. Und wie sollen wir das refinanzieren? Auf unsere ureigenste Art. Wir lassen sammeln. Und zwar von unserem bewährten Mitarbeiter im Außendienst Braun. Aktion Birnenpfennig. Braun als katholische Heuschrecke? Riesenheuschrecke. Ich soll fragen, ob Sie uns Ihr Geschirr leihen könnten. In der Küche gehen die Teller aus. Ach nee. Sonst noch was? Ja, ob Sie eventuell die Güte hätten und in der Küche mithelfen könnten. Birnen schälen?
Mama ist doch schwanger, Papa ist auf der Arbeit und ich bin noch ein Kind. Also gut, ich mach's. Aber nur unter einer Bedingung. Einfach nur vorlesen? Ja, aber zuerst verlangst du seine hochwürdigste Exzellenz, den Bischof Hemmelrath. Und dann laut und deutlich ablehnen. Anrufbeantworter. Also, was die für eine Arbeitsauffassung haben. Na gut, versuchen wir später nochmal. Und zu keinem ein Wort. Na, Hochwürden? Immer noch Appetit auf Birne? Gott behüte, nein. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich noch lebe. Oh, jeder Gift ist auch Medizin. Und? Was sagen Sie unseren Bibeljahrten? Ein paar Ausreißer sind schon dabei. Maulbeere ist okay. Akazie auch. Rizinus kommt weder im Alten noch im Neuen Testament vor, genauso wenig wie Immergrün. Aloe okay. Nelkenwurz, Nieswurz, darf ich nicht wetten. Und doch hat jemand was ausgenommen. Die Spurensicherung war da. Die haben den Eisenhut mitgenommen und damit leider den schönen Namen kaputt gemacht. Wie Namen? Na, überlegen Sie mal. Die Anfangsbuchstaben von den Pflanzen. M wie Maulbeere. Akazie, Rizinus, Marian. Und E wie Eisenhut. Marianne. Der Eisenhut hat der Apotheker am meisten bezahlt. Der Apotheker, was wissen Sie denn von dem? Pfarrer Braun. Postgeheimnis gegen Beichtgeheimnis? Reicht's Ihnen, wenn ich im Namen des Herrn Informantenschutz gelobe? Dr. Vendrina? Nur wer wagt, gewinnt. Ich habe Sie schon klingeln gehört, Hochwürden, aber das hier geht vor. Eine Art Liebesakt, der nicht unterbrochen werden darf. Ich kopuliere hier eine ordinäre Stuttgarter Beißhirtle mit einer edlen Pastorenbirne in der frohen Hoffnung, dass daraus eine schmackhafte neue Sorte entsteht, die dann meinen Namen tragen soll. Jetzt stellen Sie sich mal vor, der liebe Gott hätte alles, was er erschaffen hat, nach sich benannt. Was das für Durcheinander wäre. Sie reden schon wie unser verstorbener Pastor. Dabei wollte ich ihm nur beweisen, dass ein toter, äußerlich verkohlter Baumstumpf in seinem innersten Kern immer noch ausreichend Erbinformationen birgt, um den Stamm zu neuem Leben zu erwecken. Dann sind Sie ja quasi Stammzellenforscher. Und was hat es in Ihrem Experiment mit dem Azonitum napellus auf sich? Dem was? Sonst ist es scheinheilig, Herr Dr. Wendriner. Das Muttchen Lehmkuhl hat Sie hauptsächlich mit Azonitum napellus vulgo blauer Eisenhut versorgt. Was haben Sie damit gemacht? Was ich damit mache, ich will Ihnen sagen, was ich damit mache. Ich mische Eisenhut meinen Kurmittelchen bei, in homöopathischen Dosen. Eisenhut erzeugt ein leises Kribbeln, einen harmlosen Placebo-Effekt. Außer es sind 2 Gramm blauer Eisenhut in der Birne. Herr Pfarrer, ich bin Wissenschaftler und kein Mörder. Und dann sind Sie auch nicht der Wunderheiler, von dem die krebskranke Pastorin Frau Lehmkuhl geglaubt hat, dass sie das Leben rettet mit Kräutern. Von wem wissen Sie das? Wenn der Pastor damals zur Polizei gegangen wäre, dann hätten Sie einpacken können. Ja. Ich habe Ihr Leben zwar nicht verlängert, aber auch nicht verkürzt. Die Marianne Lehmkuhl hat ihren Mann auf dem Sterbebett gebeten, mich in Ruhe zu lassen. Und dann hat der Pastor Sie erwischt, wie Sie an dem historischen Baumstumpf rumgebohrt haben. Und da ist die alte Wut wieder hochgekocht und er wollte Sie auffliegen lassen. Und das haben Sie nicht zulassen können, das haben Sie verhindern müssen. Und das, Herr Dr. Vendriner, ist ein Motiv. Nein, 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 nein. Hochwürden, ich lebe ganz der Wissenschaft, aber ich gehe für Sie nicht über Leichen. Und der Herr Fontaine, der Sie finanziell in der Hand hat, geht der eventuell über Leichen? Braun? Seine Exzellenz und ich erwarten Sie dringend morgen früh um 9 Uhr im Ordinariat. Sehr wohl. Aus kriminologischer Sicht ist ein Mord in der Regel immer eine Beziehungstat. Kinder bringen die Eltern um, Onkels murksen die Tanten ab, Enkel morden Omas, Cousinen bringen einander um und Neffen meucheln Nichten.
Bitte, Frau Osshauptner. Ich finde es wirklich sehr großherzig von Ihnen, dass Sie mir helfen. Aber bitte hören Sie mit diesen Schauergeschichten auf. Entschuldigung, aber manchmal bin ich wirklich ein Trampel. Im wievielten Monat sind wir denn? Im dritten. Da heißt es aufpassen. Die meisten Frauen verlieren ihr Kind ja zwischen der 12. Frau Osshauptner, bitte. Tarifa. Hallo. Na, Frau Osshauptner, wie wär's mit dem Käffchen? Ach, Sie sehen doch, dass ich hier unabkömmlich bin. Gehen Sie ruhig. Bitte gehen Sie. Hier bin ich geboren und hier sterbe ich auch. Sie haben also für den Herrn Pastor gekocht? Ja, ich habe meinem Sohn nach dem Tod seiner Frau den Haushalt geführt. Ja, dann haben Sie also für ihn gekocht. Ja, aber er hat auch manchmal drüben im Gasthof gegessen. Und gestern Abend? Wo hat er gestern zu Abend gegessen? Gar nicht. Vor den Gottesdiensten, da hat er immer nur etwas Obst zu sich genommen. Eine Birne? Von Ihnen gepflückt vielleicht? Ja, es ist doch jetzt Birnenzeit. Und die restlichen Birnen gewaschen, geteilt und präpariert? Mit Eisenhut aus eigenem Anbau vielleicht? Für das allerletzte Abendmahl? Aber Sie verdächtigen auch am Ende nicht meine Mutter. Verdächtige niemanden. Ich arbeite nach dem Ausschlussprinzip. Wo waren Sie eigentlich zur fraglichen Zeit? Na, hier bei meinem Bruder. Danach sind wir alle zusammen rüber in die Kirche. Mhm. Ja. Schau mich hier noch mal ein bisschen um. Ich bin allein rüber in die Kirche. Da warst du noch bei Thomas. Ja, ich bin doch gleich nach dir gegangen. Aber nicht in die Kirche. Die fing erst eine halbe Stunde später an. Ach ja, du hast recht. Ich habe ja noch Eva abgeholt. Meinst du, ich sollte das zum Kommissar noch sagen? Meinst du, ist es wichtig für den? Ich weiß nicht, Malte. Mir gefällt das alles nicht. Na komm, Mutchen. Eva hat was für uns gekocht. Lass Eintracht und Gerechtigkeit in unserem Lande herrschen und schenke uns allseits Glück und Frieden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Herrn und Gott, der in Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören eine Lesung aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Korinther. Lesung fällt aus. Priesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es das Brot des Lebens werde. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lass uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Antlitz, damit er uns Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Was nimmst du da? Vitamine und ein paar Beruhigungstropfen. Es geht dir nicht gut. Na, wie kann es mir denn gut gehen, Eva? Malte sagt, der Kommissar hat dich heute ausgefragt? Ja, das hat er. Ist ja auch seine Aufgabe. Glaubst du etwa, ich habe Thomas umgebracht? Meinen eigenen Sohn? Glaubst du das etwa? Nein, nein, natürlich nicht. Welchen Grund hätte ich denn haben können? Ich weiß es nicht. Nicht mehr oder weniger Grund als du, mein Kind. Ach, lass dich nicht stören. Ach, sie stören doch nicht. Ich gehe gerade. Ich mach nur schnell ein Lunchpaket. Pfarrer Braun muss morgen ganz früh raus. Guten Abend. Guten Abend. Frau Osshauptner, wie Sie da vorhin dem Pfarrer assistiert haben, in dem schönen grünen Kleid, das macht Ihnen so schnell Kinder nach. Jeder Schritt ein Walzer. Sagen Sie mal, Pausewang, haben Sie eine Briefmarke in den Klingelbeutel getan? Ach,
Hat eine Zacke gefehlt? Das war frisch eingeflogen von Cayman Islands. Eine echte Rarität. Trinkt man noch ein Gläschen zusammen, was meinen Sie? Na, mit Messwein ist gut Kess sein. Ein Birnenpfennig? Hör ich recht, mühlig als Tetzel? Sie werden der Ribbecker Bevölkerung signalisieren, dass auch uns an der Erhaltung Ihrer Kirche gelegen ist und dass wir bereit sind, sie zu übernehmen. Denke global, handle lokal. Der alte Pastor, es kam unter der Erde mir vorhin schon über sein Erbe her, das geht doch nicht. So, so. Sie wollen also irgendwelchen hugenottischen Heuschrecken lieber den Vortritt lassen? Ja? Hochwürdigste Exzellenz Bischof Hemmelrath? Am Apparat. Hier spricht der Ribbecker Birngeist. In unserem Dorf wird von 3 Mitgliedern der katholischen Kirche heftigst kriminalisiert. Insbesondere die so attraktive wie scharfsinnige Pfarrhaushälterin Rosshauptner verdächtigt fast die gesamte Bevölkerung des Mordes und wird vom Kommissar Geiger für Kreuzverhöre eingesetzt. Greifen Sie durch, Exzellenz, sonst greifen wir durch. Braun, was war das denn? Ein Bubenstreich, am besten gar nicht ignorieren. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Offenbarung 2, Vers 7. Matthäus 11, 15. Wetten? Um eine Kiste edle Brände aus dem Hause Schlimmerle. Ein edler Tropfen. Eine Offenbarung. Offenbarung des Johannes, Kapitel 2, Vers 7. Der Geist weht, wo er will. Guido, ich habe Sie kommen lassen, um Ihnen etwas sehr Wichtiges mitzuteilen. Ich fahre nach Rom. Ist soweit. Zum Rapport. Monsignore Mühlich wird solange die volle Verantwortung für Sie übernehmen. Was das Disziplinarische betrifft. Auf gute Zusammenarbeit, mein lieber Guido. Mahlzeit. Mahlzeit, Chef. Ist sie da drin? Ja, sie hat das Haus seit heute Morgen um 8 Uhr nie verlassen. Aha. Und vorher? Bin erst seit 8 Uhr hier. Ja, dann wollen wir mal. Ja, daneben anders. Sie warten hier. Okay, Chef, bis später. Frau Lehmkuhl? Frau Lehmkuhl, ich weiß ja, dass Sie da drin sind. Hier ist die Polizei. Ich bin gekommen, um Sie festzunehmen. Wegen des Mordes zum Nachteil Ihres Sohnes. Thomas Lehmkuhl. Ich weiß, das ist alles schrecklich. Aber bitte, du darfst dich jetzt nicht so gehen lassen. Denk an das Baby. Wie soll er das bloß Lukas beibringen? Er hat sie so geliebt. Ich kann es ihm nicht sagen. Bitte, Malte, machst du das? Ich habe schon mit ihm gesprochen. Und? Wie hat er es aufgenommen? Er ist ein tapferer Junge. Ich muss jetzt los, Pfarrer Braun abholen. Deine Mutter hat sich nicht selbst umgebracht. Das weiß ich. Aber der Kommissar geht davon aus. Ich nicht. Was macht dich da so sicher? Sie hat gestern Abend vor ihrem Tod Vitamine eingenommen. Jemand, der Vitamine einnimmt, bringt sich nicht ein paar Stunden später um. Und woher willst du wissen, dass das wirklich Vitamine waren? Das hat doch jeder seine dunklen Geheimnisse. Jetzt, wo Pfarrer Braun Trost spenden könnte, ist er wieder mal nicht da. Er würde wie immer die richtigen Worte finden. Sowas wie Apokalypse oder gleich was von Tolstoi. Ach was, nichts als Sprüche. Ich koche hier erstmal eine kräftige Hühnersuppe
und dann gehe ich raus und nehme sie in den Arm. Dein Bruder stirbt. Und du hast keine Träne geweint. Ich muss jetzt los. Deine Mutter ist tot und du spannst wie immer die Pferde ein. Du bist kalt geworden, Maite. Deiner Mutter tut mir aufrichtig leid. Ja. Es ist, als läge ein Fluch über Rebek. Was ist eigentlich aus dem Brief geworden? Welcher Brief? Den er vorgestern aus der Hand gefallen ist, als die Pferde gescheut haben. Das Einschreiben. Ach, der. Nichts. Das hat sich erledigt. Komm, Schimmel. Na, warst schon länger nicht mehr hier gewesen, deine Nelly, hä? Aber Oma wird bald kommen. Oma? Sie wird kommen und ihren Mörder aufsuchen und sich ganz fürchterlich und grausam an ihm rächen. Aber Muttchen war doch so gütig und so fromm. Meinst du wirklich, sie könnte irgendjemand was so Schreckliches antun? Sie wird den Mörder hinunterlocken in die Gruft zu den anderen. Dort wird sie ihn an den Baum fesseln und er wird elendig verdursten und sterben. Keiner wird hören, wie er um Hilfe ruft. Was denn für eine Gruft? Das ist ein Geheimnis. Das wissen nur Oma und ich. Verstehe. Oma und ich haben viele Geheimnisse. Glaubst du mir das? Natürlich glaube ich dir. Oh, Frau Rosshauptner! Hallo! Hallöchen! Frau Rosshauptner, kommen Sie mal. Herr Pauser! Damit wir uns gleich klar verstehen, ich will von Ihnen kein Käffchen und auch kein Gläschen sonst was und auch keine abgestempelten Briefmarken. Ich habe nämlich einen Ruf zu verlieren. Haben wir uns verstanden? Ich habe einen Brief für Sie. Einen Brief? Für mich? Ja, einschreiben. Hier, wenn Sie schon mal unterschreiben wollen. Danke. Gern geschehen. Viel zu viele Frauen auf dieser Welt haben Angst um ihren guten Ruf. Aber die anderen, die werden glücklich. Muttchen Lehmkuhl hat ihren Sohn vergiftet. Und weil diese fromme Frau mit dieser abscheulichen Tat nicht fertig wurde und weil sie spürte, dass ich ihr dicht auf den Fersen war, hat sie sich entleibt. Bravo, Geiger. Kühn im Denken, sachlich in der Schlussfolgerung und packend in der Sprache. Danke. Aber wenn Sie mir jetzt noch sagen, welches Motiv Muttchen Lehmkuhl gehabt haben sollte, ihren Sohn umzubringen, dann wären Sie sehr verbunden. Nun, ich vermute komplexen psychischen Notstand auf ödipaler Basis. Der Pastor hat schon vor vielen Jahren seiner Mutter die Liebe auf zweifache Weise entzogen. Zunächst, indem er sie auf Gott übertrug und später auf Marianne, seine Ehefrau. Diese doppelte Zurückweisung war für die krankhaft eifersüchtige Mutter schon damals kaum zu ertragen. Als dann die irdische Konkurrentin starb, woran, das sollten wir noch mal genau unter die Lupe nehmen, ergriff Muttchen die Chance und setzte alles daran, wieder die Nummer eins im Leben und im Herzen ihres Sohnes zu werden. Der Pastor jedoch pflanzte seiner Marianne ein Birnbäumchen, kränkte seine Mutter erneut, ein drittes Mal und diesmal viel, viel stärker als je zuvor. Als dann die Birnen reif waren, war auch für Muttchen Lehmkuhl die Zeit reif. Geiger, ich glaube, Sie zählen Äpfel und Birnen zusammen. Kommissar Geiger, ich möchte eine Anzeige machen. Ich werde belästigt und verfolgt. Und das passiert ausgerechnet Ihnen? In
den letzten Tagen pausenlos. Ich bin das Stalking-Opfer von Ribbeck. Wer ist der Unglückliche? Bitte, lesen Sie. Erlaube ich mir deshalb, Sie heute Abend um 20 Uhr im Bibelgarten auf ein kleines Picknick erwarten zu dürfen. Ihr ergebener Klausi. Pause war ein Gemeindebriefträger. Unkündbar? Ich weiß nicht, ob da die letzte Strafgesetzänderung schon greift. Der Geiger hat den Fall fast alleine gelöst. Und mit Ihnen, Rosshaupten, habe ich Großes vor. Sie können über sich hinauswachsen. Mit Ihnen starte ich jetzt das Unternehmen Holofernes. Wie? Soll ich jemanden köpfen? Nein, den Kopf verdrehen. Sie gehen jetzt rauf und brezeln sich auf wie Judith. Und dann finden Sie um Punkt 8 in den Bibelgarten ein. Was soll ich? Sie sollen dem Postboten Pausewang das Briefgeheimnis entlocken. Ach, der hat ein Geheimnis? Der Malte Lehmkohl hat vorgestern ein Einschreiben gekriegt und ich muss unbedingt wissen, woher das ist. Und wie weit soll ich nach Ihrer römisch-katholischen Meinung gehen? Auf keinen Fall weiter, als es die Maßgabe der Enzyklika Humanae Vitae zulässt. Ja, soll ich die jetzt erst lesen? Ah, Armin, für dich habe ich auch eine Aufgabe. Ja, ja, Herr Pfarrer. Dieses Mal war es nur ein sehr kurzes Gastspiel. Aber wir vom LKA müssen ja schneller und effizienter arbeiten als die Jungs vom Bodenpersonal. Ja, ja, es ist jammerschade, Herr Geiger. Ich hätte so gern noch ein paar alternative Lösungsmöglichkeiten und Wege mit Ihnen durchdiskutiert, nur so zum Spaß. Obwohl, vergessen Sie es, ich darf ja eh nicht. Nur so zum Spaß. Schauen Sie, dieser Baumstumpf ist auch nicht wieder aufgetaucht. Was hat das denn mit Frau Lehmkohl zu tun? Totes Stück Holz mit Gedöns außenrum. Totes Stück Holz mit Gedöns außenrum. Jeder Schüler lernt dieses Gedicht im Laufe seiner Schulzeit kennen. Und der wahre Held in den Augen des deutschen Oberstudienrates ist doch der, der den Stumpf zurückbringt. Und Geiger, unterschätzen Sie mit dem deutschen Oberstudienrat nicht. Wenn ich nun also hier bliebe und mit ihm nach diesem Baumstumpf fahnde, dann würden wir so ganz nebenbei auch über Ihre anderen Lösungsvarianten sprechen können. Geiger, es ist wie immer. Wie immer? Wir sprechen dieselbe Sprache. Fachlich. Tja. Sehen Sie mehr als ich, Herr Pfarrer? Schleifspuren. Hat jemand versucht, den Baumstumpf Richtung Altar zu ziehen? Aber warum nicht ins Freie? Weil er ertappt wurde? Na, Geiger, weil es dazu erstens einer Kraft bedürft hätte, über die der bzw. die Täter offensichtlich nicht verfügt haben. Kriminelle Kinder oder Greise. Und zweitens? Und zweitens gibt es hinter dem Vorhang vielleicht die Gelegenheit, den Baumstumpf zu verstecken. Ja, natürlich, natürlich. Auf nach unten, Herr Pfarrer. Also, Herr Pfarrer, wir hatten erstens und wir hatten, aua, zweitens. Das Gesetz von der Dreifaltigkeit sagt mir, dass Sie noch einen Trumpf in der Tasche haben. Nein, Geiger. Weil drittens sind wir gerade gegen die Wand gelaufen. Wer hatte Zugang zum Kirchenschlüssel? Ja, der Pastor natürlich. Tot. Höchstwahrscheinlich Muttchen? Auch tot. Der Sohn? Nicht tot. Sagen Sie mal, Sie alter Quacksalber, haben Sie schon zu Abend gegessen? Bist du sicher, dass du mir dabei helfen willst? Ich tu's für die Oma. Okay, dann bleibst du hier und behältst die Straße im Auge. Und wenn irgendwas ist, dann leuchtest du mit dem Laserpointer da hinten durch das Fenster. Alles klar?
Scheiße, da kommen Leute. Was macht denn der Ventrina und dieser Fontaine da draußen? Sie haben mir gratuliert. Und sie haben Hunger. Ich verstehe dich nicht. In unserer Familie stirbt einer nach dem anderen. Und du stehst in der Küche und rührst in den Töpfen! Für unsere Pensionsgäste muss ich ja auch was kochen. Und mir wirst du vor, ich sei gefühlskalt geworden. Vielleicht steht er ja schon bei Ihnen im Labor, der Baum. Und wartet auf den Bohrer. Oder er wartet bei Ihnen ganz tief im Keller auf die Hoteleröffnung. Ah, Eva. Und wie laufen sonst die Geschäfte? Das Haus ist voll bis unters Dach. Voll, ja. Mit Hausgästen. Also Ihre Küche, Eva, wie immer, exzellent. Danke. Ich bin dann mal weg. Und denken Sie daran, kein Knoblauch für Pfarrer Braun. Und vor allem, keine Birnen. Und, wie weit sind Sie mit dem Hotel? In einem halben Jahr erblickt es das Licht der Welt. Es fehlt da nur noch ein kleines Bäumchen. Man munkelt, es sei verschwunden. Immer noch auf Personalsuche? Es ist nicht einfach, das passende Personal zu finden. Wie Sie wissen, bin ich sehr anspruchsvoll. Ihr Angebot, steht es noch? Wir können über alles reden. Alles. Ist das die richtige Rolle, Exzellenz? Ja. Kardinalsseide von Sarrazin. In Rom können Entscheidungen fallen, die erforderlich machen, dass ich ganz schnell zum Schneider muss. In den Koffer damit, möglich. Unverzüglich, Exzellenz. Schade, dass ich Sie nicht mitnehmen kann. Kein Problem, Exzellenz. Wollen Exzellenz die Güte haben, noch eine Auswahl an Schuhwerk zu treffen. Dann wollen wir mal sehen. Die? Ja. Und diese. In diesen bin ich zum Bischof geweiht worden, meine Glücksbringer. Ach, was sehe ich denn da? Ein persönliches Geschenk des Kardinalspräfekten. Zwei Nummern zu groß, aber dass Sie daran gedacht haben. Danke, Mühlich. Da wäre noch etwas, Exzellenz. Mhm. Pfarrer Braun. Ich denke, der ist längst unterwegs, nach Rebeck. Ja, heute. Aber wenn er ankommt, wird er feststellen, dass es dort kein Pfarrhaus gibt. Keine katholische Kirche und keinen einzigen Katholiken. Rein gar nichts. Wie Johannes der Täufer in der Wüste. Wenn ich mich recht erinnere, Mühlich, haben die Heiden unseren ersten Missionar im Havelland vom Baum geschüttelt und totgeschlagen. 1000 Jahre her, Exzellenz. Auch im deutschen Osten haben sich seither die Sitten verfeinert. Und um Braun vom Baum schütteln zu können, müsste man ihn erst einmal hinaufbekommen. Hauptsache, Braun bekommt keine Gelegenheit, in seine alte Unart zurückzufahren, nicht wahr, Mühlich? Ausgeschlossen, Exzellenz. Der letzte mysteriöse Todesfall in Rebeck war eine Art Baumsterben. Ein alter Birnbaum wurde von einem Blitz erschlagen. 1911. Nun, über derlei mag Braun sich getrost die Birne zermartert. Vor 3 Jahren, sagte Lukas. Da. Azonitum napellus Konzentrat, 100 Milliliter auf ein Fläschchen gezogen, am 12. August vor 3 Jahren, wegen Notschlachtung. Und an wen verkauft? M. Lehmkuhl. Der Malte hat mal so angelogen. Der hat behauptet, der Tierarzt hätte das Pferd eingeschläfert. Der war das wahrscheinlich selber. Und was machen wir jetzt? Du gehst schlafen. Und ich, warte auf die Rosshauptnerin.
ich kann das nicht. Was? Baggern. Soll ich sie entzeihen? Ich bin perfekt in römisch-katholischer Haushaltsführung. Ich kann eine gute, menschenfreundliche Atmosphäre schaffen und bin angenehm im Umgang mit Menschen, aber baggern, nee. Jetzt stellen Sie sich zum Beispiel mal vor, ich wäre Brad Pitt. Brad Pitt? Sie? Franz Beckenbauer. Ach. Oder Robert Redford. Robert Redford? Schon als junges Mädchen habe ich mir gewünscht, einmal die Bettfeder in Robert Redfords Plümo zu sein. Nur ein einziges Mal. Das sehen Sie. Und was hätten Sie dann gemacht? Als Bettfeder? Als Bettfeder. Ich hätte ihn ganz zärtlich und sanft gestreichelt. Zuerst über seine Augen, dann seine Wangen. Und dann sein markantes, männliches Kinn. Dann seine sinnlichen Lippen. Und dann... Und dann... Wer immer das ist, ich bring ihn um. Pfarrer Braun? Ja, bitte? Was habt ihr denn? Ich glaube, ich bin heute zu weit gegangen, bin über das Ziel hinausgeschossen. Ich möchte Sie bitten, sofort den Rückzug anzutreten. Sie kommen sofort wieder nach Hause. Nehmen Sie mal her. Laborgemeinschaft Brandenburg. Wie bitte? Der Einschreibebrief an Malte Lehmkuhl, der kam von der Laborgemeinschaft Brandenburg. In Potsdam. Wo waren wir stehen geblieben? Laborgemeinschaft Brandenburg. Geiger! Aufstehen! Nach Potsdam um diese Zeit? Geiger, wir müssen rausfinden, was in dem Brief drin gestanden ist. Hat das nicht Zeit bis morgen? Ich habe so schön geträumt. Geiger, es ist Gefahr im Verzug. Und mir geben die keine Auskunft. Da muss schon Respekt einflößen die Amtsperson her. Ach so, ja, ja, natürlich. Soll ich Sie mitnehmen? Na, ich gehe nur ein bisschen spazieren. Spazieren jetzt? Sie machen doch keine Alleingänge, Herr Pfarrer. Getrennt spazieren, Verein schlagen. Schauen Sie, dass schnell wieder zurückkommt. Die ganze Nacht. Sie sind ja beseelt vom Hauch der Sünde. Haben Sie was getrunken? Selbstverständlich. Weißwein. Selbstverständlich. Rotwein. Birnenlikör. Wissen Sie eigentlich, wer unter dem Birnbaum im Bibelgarten vergraben liegt? Nein. Aber ich. Marianne Lehmkuhl. Die Frau vom verstorbenen Pastor. Und wenn wir Glück haben, dann werden wir über kurz oder lang strafversetzt. Was macht sie da so sicher? Der Geist des Alkohols? Na dann mal heraus mit unserem Säulenheiligen. Um der Liebe Christi willen, bemühe ich. Tja, wir teilen uns den Raum mit dem Landeskriminalamt. Auf diese Weise haben wir direkten Zugang in die Zielgruppe der armen Sünder. Herr Pfarrer, dürfte ich Sie bitten, Ihre Morgenandachten nicht immer bis weit in den Vormittag hineinzuschleppen? Ab 9 Uhr ist das hier meine Schicht. Geiger, Sie schickt der Himmel. Der Monsignore möchte in Vertretung unseres in Rom weilenden Bischofs sofort die Kirche besichtigen. Geben Sie doch gleich Rosshaupt in den Schlüssel, damit sie mit der Führung beginnen kann. Was? Ich? Ich habe gar keine Ahnung. Dann lassen Sie vom Postboten Pausewang helfen, wenn er nicht zu müde ist. Und der Monsignore Mühlich interessiert sich hauptsächlich
für den weltlichen, den botanischen Teil der Kirche. Verstehe. Also, dann darf ich mal bitten, Monsignore. Gruppo Tedesco, adelante, per favore. Geilchen. Wo steht der Baum? Das gibt's nice aus Potsdam. Ja, da gibt es Neues. Der Malte Lehmkuhl hat sich seine Samenfäden zählen lassen. So was macht man natürlich nicht beim Dorfapotheker. Zumal, wenn man total unfruchtbar ist. Unfruchtbar? Der Malte Lehmkuhl ist doch zweifacher Vater. Aus Maltes Lenden hat Eva nie auch nur ein Körnchen verwertbares Material empfangen. Ja, das heißt ja, dass der Lukas und das Ungeborene einen anderen Vater haben. Mindestens einen. Ich tippe da ja auf diesen libidinösen Postboten, aber auch der Schlossherr hat das faustdick. Ein sündiges Dorf. Immer war die Hauptattraktion dieser Kirche ein verkohlter Holzstumpf, der als stolzer Birnbaum in einer Ballade von Theodor Fontane Erwähnung gefunden hat. Leider Jottes wo steht er? Dorten. Ja, leider Jottes wurde nun die Ribbecker-Reliquie kürzlich von Unbekannten entwendet und ist deshalb daher im Moment physisch nicht vorhanden. Das ist nicht wahr. Der Baumstumpf ist dem Kommissar Geiger ausgekommen. Ja, Guido, das hätten Sie uns berichten müssen. Wir kaufen doch keine leere evangelische Kirche. Aber ich bin gerade mit vollem Einsatz dabei, das erste neue Gemeindemitglied anzuwerben. Ja. Was soll ich jetzt Superintendent Schulz sagen? Ja, Monsignore, ich kenne mich juristisch überhaupt nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Baumstumpf ein so wesentlicher Bestandteil der Vertragssache ist, dass hier die arglistige Täuschung einschlägig sein könnte. Arglistige Täuschung? Ja, ich muss jetzt in den Stall zu den Rösser. Aber Sie können mich doch nicht einfach so stehen lassen. Seine Exzellenz mit Ihrem glasklaren Verstand wäre aus diesem Vertrag raus wie nix. Wie nix. Wie nix, Monsignore. Wie nix. Können das ganze Herrschaften vernichten mit dem Gift, was ihn in der Apotheke abgefüllt hat. Ach, Hochwürden. Gehört es zu Ihren Aufgaben, in fremden Stellen herumzuschnüffeln? Es wird für die Gerichtsmedizin ein leichtes sein, nachzuweisen, dass dieses Eisenhutkonzentrat, was Sie da in Ihren Händen halten, auch die beiden Menschen getötet hat. Aber Sie wollen mir doch nicht zwei Morde ans Bein binden. Erfährt man die Nachricht, dass die Frau schwanger ist und dann kriegt man einen Brief, wo drin steht, dass man unfruchtbar ist. Hören Sie auf damit. Und schon immer war. Hören Sie endlich auf damit. Malte, wir brauchen es nicht beichten, aber ich verspreche Ihnen, wenn Sie Ihr Gewissen erleichtern, werde ich mich dafür einsetzen, dass Sie mildernde Umstände kriegen. Mein Bruder, der Pastor. Verstehen Sie, ich bin zu ihm gegangen, weil ich seinen Rat suchte. Stattdessen musste ich mir seine Beichte anhören. Er hat mich mit meiner Frau betrogen. Er hat ihr zwei Kinder gemacht. Er, mein Bruder. Verstehen Sie, dann will er mir auch noch einreden, das Ganze sei nur mir zuliebe geschehen. Er hätte das nur für mich gemacht. Mein ganzes Leben hat er vergiftet, der verdammte Kerl. Und da haben Sie sich gedacht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Gift gegen Gift. Ja, ich... Ich nahm eine Birne von dem Baum, der ihm am meisten bedeutete, spritzte das Gift rein und tauschte sie gegen die Birne aus, die ihm Muttchen hingelegt hatte. Vor das Bild seiner Frau, wie immer. Dieser Heuchler,
Und weil Mutchen das Gespräch mit dem Pastor belauscht hat und alles mitgekriegt hat, deswegen musste sie daran glauben. Ja, ich bin schuld. Aber nicht, wie Sie denken. Sie hat alles gehört. Sie hat es geahnt. Sie hat es mir auf den Kopf zugesagt. Und ich habe es gestanden. Mit diesem Wissen konnte sie wohl nicht mehr leben. Und dann hat sie sich selber umgebracht. Werfen Sie Ihr Handy weg. Los. Gehen Sie darüber. Ich bin katholischer Priester. Von mir erfährt kein Mensch was. Komm, Lisa. Komm. Los, gehen Sie da rein. Ist ja bald alles vorbei. Glaubst du mir jetzt? Wow, eine richtige Gruft. Die hat mein Onkel immer geheim gehalten. Nur die Oma wusste davon. Und jetzt du. Wie viele Leichen gibt's denn hier unten? 7 Kinder, sehr gut, 9 von Erwachsenen. Die liegen ja schon seit 300 Jahren. Wenn du meine Stimme hörst, leuchte genau dahin. Lukas? Amen. Jetzt mach mir doch keine Angst. Was sagst du jetzt? Der Fontanebaum. Lukas und ich, wir können nicht mehr mit dir unter einem Dach weiterleben. Und unser Baby wohl auch nicht. Du weißt doch längst, dass es nicht mehr unser Baby ist. Leb wohl, Eva. Die Birne, ist die vergiftet? Eisenhut. Unter Familiengift. Meide. Du hast ihn geliebt, Eva. Ihn, nicht mich. Ich war euch doch allen nur im Weg. Der kleine Bruder, der nicht mal in der Lage ist, ein Kind in die Welt zu setzen. Nein, bitte nicht. Ich liebe dich. Nur dich. Und dein größter, innigster Wunsch waren Kinder. Nichts hast du dir doch mehr gewünscht. Ja, Eva. Nichts habe ich mir mehr gewünscht als Kinder. Eigene Kinder. Eigene. Herr, ich wüsste schon, wie ich hier rauskomme. Aber dazu müsstest du deinen Spezialisten in Bewegung setzen, den heiligen Franz von Assisi. Verstehst? Lisa. Lisa. Lisa, da bin ich. Ja, komm her, mach die Tür auf. Na, Lisa. Da her. So. Falsche Tür. Geh du?
Heiliger Franz, eins muss man da lassen. Deine Viecher hast du im Griff. Pfarrer Braun, was machen Sie denn hier? Ich predige den Pferden. Pferdeflüsterer. Ich hab's für dich getan, für uns. Ich hab auch nichts empfunden dabei, gar nichts. Dein Bruder dachte, wir könnten uns auf die Stelle von Luther ziehen. Die über Männer die Frauen kenne. Und jetzt liegt unser Leben mit Trümmern. Du hast ihn nicht geliebt. Nein, meine, ich habe ihn nicht geliebt. Du bist meine Liebe. Meine einzige große Liebe. Oh Gott. Was habe ich gemacht? Selbst gerichtet, Pfarrer Braun. Nein, das habt ihr nicht. Ich habe gestern Nacht das Gift im Stall gegen harmlose Flüssigkeit ausgetauscht. Aber das Gift eurer Schuld wird euch noch lange die Herzen verbittern. Malte Lehmkuhl, ich nehme Sie fest wegen des Mordes an Ihrem Bruder. Thomas Lehmkuhl. Verzeih mir. Verzeih du mir auch. Guten Morgen, mein lieber Guido. Monsignore Mühlich, Sie strahlen ja wie die Verklärten vom Berge Tabor. Der Geist des Herrn hat mich wundersam geleitet. Er hat mir endlich Superintendent Schulz ans Telefon geführt. Es ist mir dank meines diplomatischen Geschicks und unter feinfühligster Androhung juristischer Schritte gelungen, vom Kauf dieser Kirche zurückzutreten. Da haben Sie aus der Vorlage des Heiligen Geistes ein Tor geschossen. Kein Baum, keine Kirche. Kein Verlustgeschäft. Ja, Guido, auch ein Monsignore hat einen glasklaren Verstand. Hast du gehört, Lukas? Die Kirche von dem Onkel bleibt, was sie immer war, evangelisch. Den kleinen Jungen wird es wohl kaum interessieren, aber unserem Bischof werde ich die gute Nachricht übermitteln. Meinst du, wir sollten unserem Monsignore jetzt was von unserem kleinen Geheimnis erzählen? Wo die Gefahr gebannt ist. Kommen Sie mal mit! Die Oma hat zu mir gesagt, du bist jetzt der Hüter des Baumes. Denn da draußen warten schon die Geier und wollen sich seiner bemächtigen. Deshalb verstecken wir ihn hier. Erst wenn die Gefahr vorüber ist, darf der Baum wieder an seinen alten Platz zurück. Blake Glaffer. Blöd gelaufen. Ja, Exzellenz. Exzellenz, welch Freude von Ihnen zu hören. Gibt es eine frohe Kunde? Hier ist nicht Zeit und Ort, lieber Mühlich, um Ihnen zu schildern, wie untergeordnete Funktionäre des Heiligen Stuhls mit ihren treuesten Dienern aus Deutschland umspringen. Das tut mir aber leid. Eccellenza, è molto importante. Il suo treno va in 25 minuti da stazione Termini. Sì, sì, sono pronto. Man ist hier der Meinung, meine Qualitäten würden in Deutschland dringender gebraucht als in Rom. Welch eklatante Fehleinschätzung, Exzellenz. Dabei läuft hier alles hervorragend ohne Sie. So?
Hat es etwa nicht geklappt mit dem Kauf dieses Birnentempels? Wir müssen froh sein, dass wir nicht kaufen mussten, Exzellenz. Man wollte uns nämlich das Allerheiligste, das Allerwichtigste vorenthalten. Den Baum. Heißt das, wir sind raus aus dem Ding? So könnte man formulieren, Exzellenz. Da bin ich aber auch frohmütig. Sie glauben nicht, was ich mir alles habe anhören müssen. Nach meinem Vorschlag, also Ihrem Vorschlag, Mühlig, einen Birnbaum auf die Reliquienliste zu setzen. Hat sich erledigt, Exzellenz. Und Braun, was macht er? Mein Koffer. Wo ist mein Koffer? Exzellenz? Aiuto! Polizia! La mia valigia! Exzellenz, was ist mit Ihnen? Alles in Ordnung, lieber Mühlig, alles in Ordnung. Auf Wiederhören. Mahlzeit, die Herren. Also, Paket für Sie, Herr Pfarrer. Haben Sie sich ein Messwein nachschicken lassen? Sie werden lachen, das ist ein Birnenschnaps aus den neuen Bundesländern. Hat der Bischof in einer Wette gegen mich verloren. Aber den schenke ich Ihnen. Weil gerade jetzt, wo wir dieses reizende Fleckchen Erde von Gottes schöner Welt so lieb gewonnen haben, müssen wir weg. Ja, was denn Sie? Leider. Sie reisen ab? Mein Margotchen etwa auch? Ja, das Margotchen auch. Aber wie können wir doch nicht einfach wieder so in Protestantismus zurückstoßen? Jetzt, wo ihr mich so raffiniert auf den Geschmack von Weihrauch und Abenteuer gebracht habt. Tja, Klausi, da werden wir unsere Beziehung wohl postalisch weiterführen müssen. Wir werden nämlich wieder strafversetzt, gell, Monsignore? Ja, weil wir auf Teufel komm raus wieder kriminalisiert haben. Wie ich sehe, würden Sie gerne bleiben. Aber Strafe muss sein. Und für eine Versetzung ist immer noch unser Bischof zuständig. Wir werden uns in diesem Fall genau überlegen, wohin wir Sie schicken. Hier bleiben werden Sie jedenfalls nicht. Und so spendet selbst Segen des Bischofs rechte Hand zu Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.